Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladon, zu einem neuen Part. Super Mario 3D Land mit dem Zwergenfürst. Was ist Sache? Wir haben im letzten Part hier Welt S22 und S23 halbwegs abgeschlossen. Das wollte ich eigentlich offscreen machen, aber wie ihr seht, seht ihr nichts. Ja, gut, wir machen erstmal hier die nächsten Level weiter. Die hier, genau die. Und dann schauen wir weiter. Erstmal starten wir ins Toadhaus. Was an Items. Mal sehen, was der liebe Toad so hat. Baba! Genau. Ein Tanuki hat er für uns. Tanuki Toad hat einen Tanuki für uns. Gib her! Ich klau dir deinen Tanuki. So. Der geht da einfach so rein und holt sich das Tanuki. Wird gar nicht erst gefragt. Okidoki, dann starten wir mal direkt in Welt 2-4. Was ich hier mit Welt 2-3 mache, ja, da mache ich mir dann später einen Kopf drüber. Jetzt geht's hier rein. Winterliche Musik. Passt ja irgendwie zum Wetter in Deutschland gerade. Schneit nicht wirklich, aber ist arschkalt. Außer bei mir, in meiner Stadt. Scheint überall irgendwo kalt zu sein. Also bei mir ist es zumindest nicht so, aber ich habe heute Morgen viele Tweets gelesen von deutschen Twitter-Dingern, Leuten, Tickern, genau, Dingern. Ich habe geschrieben, es ist kalt, aber ja, bezeugen kann ich das nicht. Weil wie gesagt, bei mir ist es auch relativ warm draußen. Das heißt relativ, also herbstlich warm. Oh, ein Tanuki. Ein richtiger Tanuki, ein Spezial-Tanuki. Oh, scheiße. Erster Fail. Dann den halt nochmal. Das ist mal besser aufpassen hier. Was wir machen hier. Nicht den Schrubb-Schrubb verlieren. Schrubbkasten hier. Schrubbschrauberkatzen. Kasten. Kratzen. Genau. Ich sagte nicht verlieren. Mario, nicht verlieren. Verstehst du das Wort nicht? Ja, ich sagte nicht. Auch abkratzen sollst du nicht. Wir haben auch hier nur eine begrenzte Zahl an Leben. Zack, hier hoch. Na komm, jetzt mal ein bisschen. Konzentration. Okay, geh mal dran vorbei. Vorsichtig. Dich nichts treffen lassen von den Gumbatoms, genau. Gumbatschukmen. Da hoch, da ist eine Sternmünze, die brauchen wir natürlich. Die holen wir uns auch, die greifen wir uns. So, dann kann es weitergehen hier. Runter! Ups. Da gibt es den Tanuki. Perfekt. Und weiter hoch. Hier braucht man diesen Schrumpfblock, diesen Schrumpfschrauberblock. Das ist relativ notwendig hierfür. Sonst kommt man hier nicht so schnell weiter. Das ist etwas unpraktisch ohne diesen Block. Aber zum Glück gibt es ja fast auf jeder Plattform so einen Block. Deshalb ist das auch nicht ganz so tragisch, wenn man es verliert. Da unten ist nichts. Eine Starcoin oder so. Oha. Das war ein Fehler. Ja, scheiße. Kann mal passieren. Ein Leben haben wir noch. Also zwei Versuche. Ein Leben ist bei Mario immer zwei Versuche. Für die Leute, die neue da sind. Ein bisschen seltsam bei so einem späten Part neu da zu sein. Also, ja, gut. Man könnte alternativ irgendwie
in Spezialwelt 1 eingeschaltet haben. Oh, das ist auch seltsam, oder? Ja, kann natürlich sein, dass man jetzt hier neu ist in diesem Part, aber ja, sollte doch nicht. Dann kennt man aber Mario irgendwie schon, oder? Man irgendwie ein Part von Mario geguckt oder selbst gespielt und irgendein Mario-Spiel muss man mal gespielt haben. Nur so spaßeshalber, irgendwie mal Mario Bros. Oder sowas, New Super Mario Bros. Für den 3DS, für den DS Lite. Oder halt irgendwie die Wii-Version, irgendwas hat man da schon mal gespielt, irgendein Bros-Spiel hat jeder schon mal. Ich kenne zumindest keinen Menschen, der noch absolut gar nichts von Mario gehört hat, also der gar nicht weiß, was Mario ist. Also irgendwie ist das schon halbwegs verbreitet. Oh nein, die roten Münzen. Das ist immer die rote Fahne. Ja, jetzt ist sie rot. Die Fahne ist der Checkpoint. Okay. Hier mal zwischenlanden. Zack. Da mal zwischenlanden. Okay. Da runter und hier hoch. Das war knapp. Das sah zwar nicht so knapp aus, aber es war knapp. Da will ich hoch. Da gibt's Leben. Kann ich gebrauchen. Ein falsches Leben. Leben. Das ist ein echtes. Das hier. Das vorletzte war ein echtes. Sieht man ein bisschen, weil das ein bisschen dreidimensioneller ist als die anderen. Man sieht es leicht. Nicht nur leicht. Man sieht es auch sehr offensichtlich. Uha! Da hätten wir nicht nochmal drauf gejuft. Jetzt dürfen wir nochmal drauf. So. Und mal wieder auf den Gumbaturm. Zack. Oha. Oh, Schande. Das sieht nicht gut aus. Nein, gar nicht gut. Hier mal runter. Da hole ich mir noch Platz den Schubschrauber wieder. Und hops. Komm schon. Nice. Sind wir oben. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, und dann. Nicht. Man hätte es schaffen können. Ah! Der Gumbaturm. Gefällt mir ja auch nicht, der Gumbaturm. Und drauf, Mann! Komm. Nein! Was zum? Nein! Nicht im Ernst nochmal von vorne? Nee, wir haben den Checkpoint. Huha! Das hätte ich nicht nochmal von vorne gemacht. Nee, das hätte ich nicht gewollt. Das wäre jetzt nervig gewesen, das wieder von Anfang aus zu machen. Nein. Das wäre wirklich müllmäßig gewesen. Das wäre scheiße gewesen. Hier noch das Item holen hier. Ach komm, wir wissen noch, wer es ist. Ja. Und zwar der hier. Joa. Item geholt, den Pilz, den One-Up und weiter geht's. Ein bisschen oben drüber hier. Das Dunkin' brauchen wir natürlich auch, ist die dritte. Die anderen zwei haben wir schon. Da können wir landen. Zack, Gumbaturm des Todes. Ah, nein, nicht schon wieder. An derselben Stelle. Geht's doch heute hier nicht. Dass man immer an derselben Stelle stirbt, ist peinlich. Das ist sehr, sehr peinlich. Immer an derselben Stelle zu sterben. Das macht man nicht. Das macht man nicht, liebe Kinder. Denselben Fehler zweimal machen. Und erst recht nicht dreimal. So, hops, hier mal hoch. Dann holen wir uns mal zum dritten Mal diesen grünen Pilz, den One-Up-Pilz. Zack. Hui. Sehr weit oben. Hui, schon da, aber ich brauche die Star-Coin. Bringt mir nichts, wenn ich hier unten bin. Ja, wenn ich da oben bin. Unten mit oben verwechseln. Oh, das ist auch peinlich. Peinlichkeit hin oder her, wir müssen weitermachen. So, hier mal zwischenlanden. Zack, und vielleicht schaffe ich es jetzt mal hier rein. Jo, endlich mal angekommen. So, hier hin.
da hoch. Okay, ich glaube, ich muss hier nochmal runter und landen. Boah, in die goldene Fahne zu sammeln. Das wäre noch perfekt, wenn wir die jetzt kriegen würden. Ja, ich weiß, die Zeit läuft ab, die wird knapp. Aber wir sind ja schon in der goldenen Fahne. Zack. Perfekt. Naja, perfekt war es nicht, aber gut. Speichervorgang abgeschlossen und weiter geht's. Spezial 2.5-5 natürlich. Oha, das sieht luftig aus. Mal hier runterfallen. Ja, das dauert ein bisschen, bis wir unten angekommen sind. Es macht nicht ganz so viel Spaß, unten aufzukommen. Ja, genau so. Ich habe es euch ja mal vorgemacht, damit ihr seht, wie es aussieht. Ja, es war pure Absicht. Natürlich. Was denkt ihr von mir? Dass da aus Versehen runtergefallen bin? Ach nein. Was für ein Schwachsinn. Als würde ich da runterfallen. Das habe ich extra gemacht, um es euch zu zeigen. Ist aus Versehen. Also kommt schon. Kommt, Leute. Ich und aus Versehen irgendwo runterfallen. Ich bin der Letzte, der irgendwo aus Versehen runterfallen würde. In Mario spielen. Uha. Da wollte ich auch gerade mit Absicht runterfallen. Bin da aus Versehen nicht runtergefallen. Wollte ich gerade sagen. Das nächste Mal mache ich's. War pure Absicht. Klar doch. Und was denn sonst? Hops. Zack. Hops. Diese Bienen. Bienen im Schnee. Müssten die nicht langsam einfrieren? Das müsste doch viel zu kalt für die sein. Also mir als Biene wäre das viel zu kalt. Bienen leben doch im Sommer. Das ist doch genau das falsche Wetter für die in der Schneelandschaft. Die geben auch keine Items. Falls ihr das denkt, ich könnte es da mal lang und dem Mario ein Bienen-Item holen. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's leider hier nicht in diesem Spiel. Ich glaube, in Mario 3D World gibt's das, aber hier in 3D Land gibt's das leider noch nicht. Okay, die Blöcke verschwinden viel zu schnell. Viel zu schnell. Oh Mann, da muss man ein bisschen eine Taktik ausdenken. Oha, die Giftpilz. Oha. Das ist nicht gut. Versuch's mal so hier. Oh, Schande. Da drauf und... Sternmünze müssen wir noch holen. Ja. Machen wir mal später. Mach ich dann offscreen zusammen, oder? Zusammen mit dem Level aus dem letzten Part. Ja, ich kratze hier bestimmt nochmal ab. Hol ich's mir dann nochmal. Achso, hier mal ein bisschen warten. Zack. Und zack, Biene. Hoffentlich ist Mario nicht allergisch. Das könnte so ein Stich von der Biene leicht tödlich enden. Dadurch. Ja, war richtig. Okay. Ich glaube sowieso nicht, dass hier alles Starcoins finde. Na zack, hier drauf. Ich glaube, da ging es zu einer Starcoin. Oder auch nicht. Ich dachte. Tja, da habe ich mich wohl geirrt. Hier drauf, da drauf. Na komm, zack. Mach hops, Mario. Uiuiui. Ach, hier oben ist eine Starcoin. Da ganz oben. Da müssen wir eine Tür für nehmen. Zum Beispiel die dort unten, wo wir jetzt nicht reingegangen sind. Ja. Ich habe schon so eine Idee, wo die Starcoin ist. Ich weiß, habe auch schon so eine Idee, wie ich hinkommen kann. Aber ja, in der Praxis ist das ein bisschen komplizierter. Okay, und was hat das jetzt gebracht? Was genau hat das gebracht? Okay. Ich blick da noch nicht ganz durch.
Wie komme ich am blödesten darüber? Mit Tanuki komme ich am blödesten darüber, aber... Knapp. Ja, so viel dazu. Jetzt sind wir wieder Game Over gegangen. Hole ich mir nochmal was aus dem Toadhaus. Und mit Tanuki wieder raus. Yippie-yay. So, das Level haben wir jetzt nochmal hier rein. Komm, das müssen wir schaffen. Na komm, machen wir. Notfalls ein bisschen Tanuki einsetzen und dann geht's schon. Biene! Dann gibt's gleich Bienenstich oder was. Leckerer Kuchen. Ah, hier rüber. Nice. Haben wir geschafft. Nein, ich habe keinen Hunger. Hab gerade erst gegessen. Ich brauche keinen Kuchen. Zack, hier hoch. Da hoch. Uiha. Ah, Starcoin. Spitzen, klasse. Oh nein, ich falle schon wieder drauf rein. Wie blöd. Wie blöd kann man eigentlich sein? Ach, Kacke. Man sollte auch nicht zweimal auf denselben Schwachsinn reinfallen. La, la. Puh, das hätte ich fast verkackt. Och, die Biene, die nervt auch extrem. Wieso lebst du noch, Biene? Wieso? Wieso bist du nicht erfroren? Wieso könnt ihr hier überleben? Das darf doch gar nicht sein. Die müssen doch längst erfroren sein. Die Kälte muss den doch so dermaßen zu schaffen machen. Seltsam, seltsam. Seltsame, seltsame Sachen hier. Haben die Entwickler daran nicht gedacht? Oh, ein Tanuki. Den nehme ich doch gerne an. Und den Giftpilz aktiviere ich nicht nochmal. Aber ich könnte mir unter Umständen eventuell vielleicht das hier holen. Och, diese scheiß Biene. Ich wollte die killen. Bin aber dagegen gesprungen, nicht drauf. Manometer. Hier, kommt rüber. Noch mehr Bienen. Ich hasse diese Viecher. Auch in echt. Bienen sind scheiße. Ja, ich weiß, die bringen was der Natur und so. Alle Geologen werden mich jetzt töten wollen. Die werden mich hassen. Aber ich... einfach lässt sich diese Viecher ab. Ich brauche keine Bienen. Ja gut. Irgendwo unten ist da noch ein Block, der mich irgendwo hinbringt. Ich weiß nicht wo, aber... Ich schätze den zweiten Starcoin. Also die... Das Ding, was aussah wie eine Starcoin, war keine. Das ist schon mal klar. Huha! Das haben wir überlegt. Okay, da ist schon die Fahne. Da ist die Zielflagge. Wo ist nochmal 2 und 3 Starcoins? Okay, doki. Okay, hier hoch. Huha! Nein, versaut. Okay, hab einen Plan, wie man es macht. Okay, hier lang und zack! Goldene Fahne. Nice. Okay, da müssen wir noch 2 Starcoins irgendwie finden. Starcoins. Ja, ganz deutsch ausgesprochen. Starcoins. Aber machen wir erstmal das nächste Level. Ja. Ich hole mir hier erstmal das Level. Und die Sternmünzen können wir später rübeln. So, und dann rein da. Schiffe sind doch immer wieder nice. Na komm, das machen wir heute noch. Vielleicht kriege ich hier sogar ein bisschen mehr Starcoins. Okay. Scrolling Level oder was? Ja, nein. Was? Kein Scrolling Level? Hier gibt es einen Pilz. Und ein Todespilz. Was, ein Luftschiff, was kein Scrolling Level ist? Dann ist es auch kein richtiges Luftschiff. Wenn es kein Scrolling Level ist. Traditionell ist das in Mario immer so, dass Luftschiffe Scrolling Level sind. Die haben Scrolling Level zu sein. Wenn sie es nicht sind, dann sind sie keine richtigen Luftschiffe. Mario Bros. Hat es bestimmt. Das
Das erste Mario Bros. Spiel. Wir hatten bereits darüber gesprochen. In einem anderen Projekt oder im letzten Part, keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Aber wir hatten bereits darüber gesprochen. Mario Bros. Hat die Regeln festgelegt für andere Jump'n'Runs und daran muss sich vor allem Mario selbst halten. Also, ja, Frage, warum ist das Luftschiff kein Scrolling-Level? Das geht nicht. Das geht nicht. Ein Luftschiff muss ein Scrolling-Level sein. Regel ist Regel. Ja gut, wenn sich andere Jump'n'Runs nicht unbedingt daran halten, ist das vielleicht nicht so ganz verwerflich, aber zumindest Mario-Spiele müssen sich daran halten, an ihre eigenen Regeln. Ja, ich meine, es ist jetzt nicht so tragisch. Ich bin mal froh, mal kein Scoring-Level zu haben. Also die machen mich schon manchmal sehr fertig, aber... Luftschiff, Leute, Luftschiff! Ich höre auf. Ah, nicht mit diesem Part, aber über Luftschiff zu reden. Während ich auf einem Luftschiff bin. So, hier oben haben wir noch was, oder was? Nein, haben wir nicht. Okay, dann mal hier rein. Zack. Was? Kein Pompom, Pumpum oder so. Was zum? Was ist mit diesem Luftschiff los? Leute. Ein Bosskampf auf einem Luftschiff. Hallo. Scrolling Level. Bosskampf. Luftschiff. Hallo, liebe Entwickler. Was ist los? Alle drei Star Coins habe ich, goldene Fahne. Aber das ist kein richtiges Luftschiff. Nein. Wenigstens einen Bosskampf hätte man da noch reinpacken können. Hallo? Jetzt fühle ich mich als Mario Jump'n'Run Fan ziemlich verarscht. Was ist los? Naja, was soll es? Hier brauchen wir noch zwei Star Coins. Und da brauche ich noch. Zwei, also insgesamt 4 Starcoins muss ich noch finden. Ja, ich glaube, ich mache das offscreen und ja. Da mich noch um, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergquest verpassen wollt. Ja, gehabt euch wohl und haut rein. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.